Hallo und herzlich willkommen zu nunmehr dritten Part vom FIFA 15 Karrieremodus Let's Play mit 1860 München. Ja, nachdem wir im letzten Part nun gegen Bolde 3-1 gewinnen konnten, wie man Moment hier sieht, werden wir jetzt nun gegen La Plata, hießen die glaube ich, genau, so eine irgendwie eine generierte Mannschaft im Spiel. Also zumindest mal ist das keine Original, ist das kein originales Logo, was wir hier sehen. Werden wir auf jeden Fall jetzt ein Testspiel machen. Und ja, ich hoffe, dass sich das nicht so entwickelt, wie es gegen Molde der Fall war. Weil da war es ja auch zuerst so, dass es dann die relativ berechenbar wirkten, aber dann auf einmal doch das Spiel ein bisschen gekippt ist. Wie halt das Tor einfach aus dem Nichts fiel, aber wir das dann doch noch umbiegen konnten. Und war auch absolut so zu erwarten, dass es so wird. Aber ja. War dann schon irgendwie am Ende die Klasse, die wir da ausgespielt haben. Ich bin mir wieder gerade einfällig, ich habe vergessen, die Spieler auf die Leihliste zu setzen. Hätte ich aber auf jeden Fall nach dem Part machen. Holen wir hier auf jeden Fall erstmal die ganzen Spieler rein, die im letzten Spiel einfach nicht zum Zug kamen, beziehungsweise ganz draußen gesessen haben, weil ich die auch auf jeden Fall mal sehen will. Was ich aber wirklich nicht nachvollziehen kann, warum hier einige einen Pfeil nach unten bekommen haben. Gut, dass Adlon den nach oben bekommen hat, ist irgendwie nachvollziehbar mit seinen 3 Toren. Aber gut, war jetzt auch nicht, dass wir da drauf gespielt hätten. Das war mehr oder weniger Zufall. Und wollen wir hier Mulic auf jeden Fall mal für Okoti rein, den will ich wirklich mal sehen. Gut, ihr bleibt natürlich dann erstmal draußen, weil wir dann hier nochmal wechseln. Und ja, das denke ich, kann man erstmal so lassen. Bethja noch für Stahl. Und ja, das war's eigentlich. Ersatztorhüter. Wir überlegen. Holen wir mal Eicher für Ortega rein. Will ich auch nochmal ganz gerne sehen. Und starten wir hier schon gegen La Plata rein. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Wetter wird auf jeden Fall heiter sein. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Ich hoffe natürlich, dass es wieder ein relativ einfacher Sieg wird. Könnte aber auch angesichts dessen, dass wir jetzt wirklich viele von der Tribüne vorher reingeholt haben, mit einem Unentschieden absolut leben. Aber auch eine Niederlage wäre natürlich hier in so einem Testspiel echt relativ egal, weil es einfach nichts zählt. Machen wir auch hier, überspringen wir direkt den Anfang, dass wir ins Spiel reinkommen. Und gehen natürlich wieder auf Offensiv, weil wir einfach die Initiative ergreifen wollen. Was ich eigentlich grundsätzlich fast immer will. Und gucken dann, wie das wird. Bonifacio erstmal auf Ligeti. Die legen hier auf jeden Fall erstmal los. Lachalde rum. Aber das war natürlich jetzt ein kranker Pass. Klaassen wird erstmal über die Außen auf Adlung, der wieder super läuft. Dann haben wir hier Mulic. Dann kann man auch erstmal Okut hier ähnlich abschirmen. 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 Ja, natürlich. Bandowski hier über Außen. Amman. Dann haben wir hier wieder Mulic. Und hier erstmal Bedia, gehen wir nach außen zu anderen, probieren wir hier einfach mal durch die Mitte zu sprinten, machen eine Schusstäuschung und gehen nochmal, aber das wäre zu einfach gewesen. Guanini hat den dann geklärt auf Brom, der ihn erstmal auf Silber bringt. Und die machen das Spiel relativ schnell. Fernandes I, was auch immer das I bedeutet, oder L, Silva, Vegetti, Lachalde, Brom, Lachalde, und der ist drin. Nee, ist er nicht. Aber das war meines Erachtens ein Foul von Bonifacio, genauso ist es. Aber das sind wieder so die Aktionen, wo wir aufpassen müssen. Da waren wir wieder. Gut, kann ich nichts sagen. Das war eigentlich ziemlich zugemacht. Aber es war halt ein schnelles Spiel dann, wo sie so halb im Konter waren. Wo wir uns einfach zu früh dann vorne aufgegeben haben, wo ich auf jeden Fall defensiv noch stabiler werden muss. Damit da nicht so einige Spiele für ins Auge gehen. Aber das war jetzt gar nicht mal so einfach zu verteidigen, zumal der Pfostenabpraller dann unberechenbar wurde. Aber wollen wir da auch nicht zu sehr noch drauf eingehen. Bedia. Probieren wir mal einen langen Kurzpass. Einen langen Kurzpass, also einen langen Flachpass, mehr oder weniger. Ah, Bedia lässt sich da abdrängen, aber es war noch ein Foul. War grenzwertig, also hätte nicht unbedingt jeder Schiedsrichter gepfiffen. Adlung wieder Freistoß. Ich will es eigentlich nicht direkt probieren. Spielen wir einfach mal außen. Auf Volz. Gehen hier über die Außen. Probieren einfach mal eine Flanke. Gut, Klaassen ist jetzt ein bisschen suboptimal. Adlung, Bedia, Valori,
Aber es wird zu eng. Adlung passt ihn wieder super zurück an Mann. Dann hier Volz. Mulic. Bedia. Ah, dann ist er weg. Aber was mir auch an Adlung super gefällt, was ich gerade gesehen habe, ist, der ordnet das Spiel wirklich klasse. Das haben wir auch gerade gesehen, da haben wir von außen den Ball reingepasst. Und der stand einfach in der Mitte perfekt. Konnte mit dem den Ball dann einfach nochmal super zurücklegen. Das war wirklich schon gut, hat er sich gut fallen lassen und ist nicht einfach irgendwie in die Mitte gesprintet, weil da hatte ich auch schon einige Z1s, die dann einfach den Weg in die Spitze gesucht haben. Völlig unerklärlich, weil das eigentlich genau der Punkt ist von einem Stürmer oder höchstens noch einer hängenden Spitze, die dann da mal in die Mitte läuft. Jetzt wurden wir hier gerade an der Mittellinie gefoult. Gut, war mir da weniger eine kleine Aktion, ein kleiner Rempler, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Legen den Ball erstmal wieder auf außen über Volz. Die machen gut dicht. Bedia. Anhand. Zu Mulic. Probieren wir den hohen Ball auf Bandowski. Der war gut, aber den kann er nicht unterbringen. Bonin hat den dann doch. Bandowskis Schuss ist einfach zu schwach. Das wird wahrscheinlich auch am Ende ein Kriterium sein, warum ich eher sagen werde, nee, dann eher Außenverteidiger. Weil das war auf jeden Fall ein Ding. Da hat er sich zwar super freigelaufen, war schön spritzig, hat den Verteidiger schön stehen lassen, aber der Abschluss war schlecht. Den kann man dann nämlich schon eindeutig machen. Und der war wirklich auf Toter geschossen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Der kommt gut und der Eicher kommt nicht ran. Aber dann doch irgendwie, nachdem der Ball wieder abgeprallt war, und es ist nicht das 1-0. Also, wie man so ein Ding nicht machen kann, ist mir schon fast unerklärlich. Aber naja, die sind nicht schwach. So, Molde war auf jeden Fall eine Klasse schlechter, wenn ich das mal so sagen darf. Vor allem im Defensivverhalten sind die hier deutlich stärker. Aber jetzt kontern wir über Klaassen. Schade, der Ball wurde abgegrätscht. Bedia. Anan. Außen zu Bandowski. Der in die Mitte auf Mulic, aber der war ein bisschen zu langsam, daran zu kommen. Schade. Ligeti. Ah, das war viel zu früh getackelt. Lachalde, aber da haben wir gut nachgesetzt. Bandowski. Vielleicht auch ein bisschen glücklich. Bedia. Übergelegt zu Anan. Probieren mit dem Steilpass auf Klaassen. Aber den können sie dann irgendwie nochmal, oh, da rausholen, aber ich fast wiederbekommen. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen. Und da hätte irgendwie ein 1-0 rausholen können, aber naja, wäre echt überglücklich gewesen. Brom über die Außen. War echt gut abgedeckt. Lachalde, der ist relativ gefährlich, weil er einfach spritzig ist und viele Haken schlagen kann. Und mit dem Ball super kann. Aber den haben wir jetzt abgedeckt. Volz. Anan. Da kommt er über Adlung. Aber da kommt er einfach. Kommt Bandowski zu spät. Gut, Silva war da einfach mega dran wie eine Klette. Wir müssen neu aufbauen über Valori. Probieren sie über Volz, aber ich will nicht wieder den Steilpass da probieren, weil es einfach viel zu eng war. Anan. Adlung. Nee, da geht einfach nicht so sehr viel im Moment. Nochmal zurück. Anan. Bedia. Klaassen. Und der ist drin. Da war ich jetzt ein bisschen geflasht und war super nach außen gelegt. Klaassen übrigens im ersten Tor, das nicht von Adlung ist. Ja, der war wirklich klasse nach außen gelegt. Ich dachte jetzt eher so, der holt da einen Eckball oder sowas raus. Aber der Tote hat irgendwie scheinbar mit einem Schuss aufs kurze Eck gerechnet. Weil anders kann ich mir das kaum erklären. Das ist gut, es war mir eigentlich egal, wo er hinschießt. Ich wollte wirklich nur diese Ecke haben. Der macht den einfach mal super rein. Aber naja, sagen wir mal so, ein besserer Tote hätte den auch gehalten. Zumindest mal einer, der damit rechnet. Aber es war schon kein schlechter Schuss. Weil das war das eben, was ich ja von Bandowski da auch in dem Moment erwartet hätte, sowas in der Art. Dass er einfach irgendwie zumindest halb hochkommt. Aber jetzt haben wir den Ball hier über die Außen bekommen. Bandowski hat sich da festgelaufen. Das war ein Sprint. Angetippt zu viel auf jeden Fall. Aber wir haben den Ball weiter. Klaassen auf Adlung. Vielleicht haben wir jetzt so zunehmend ein bisschen die Kontrolle. Mulic wurde gegrätscht, aber okay, den haben wir. Probieren wir mit Anan den langen Ball, aber den kann der Verteidiger dann doch nochmal abfangen. Lachalde. Aber der läuft sich erstmal fest. Klaassen. Vielleicht kommt da jetzt auch schon mal ein bisschen so ein Kippen. Wie es gegen Molde bei uns so ein bisschen der Fall war. Aber das war abseits, das habe ich gesehen. Und dann im Pfosten von Adlung. Das war wieder so ein krasser Schuss. Es hätte, wenn es keine Abseits gewesen wäre, von Mulic schon fast das vierte Tor sein können für Adlung im zweiten Spiel. Das muss ich mal überlegen. Der segelt einfach mal vom Torhüter durch. War von Valori, glaube ich, war es. Ist auch nicht ganz so optimal gelöst.
Aber wir bauen neu auf über Volz. Aber Klaassen war da schon wieder ein Stück weit weg, haben sie es zu spät gesehen. Und La Plata über Brom. Aber den haben wir. Bedia. Anan, aber da ist es auch auf der linken Seite zu eng für mich. Bedia. Nee, Mulic. Warum? Du stand da jetzt schon wieder am Abseits. Ich hätte ja erwartet, dass er sich mal fallen lässt. Bis er dann anspielbar ist. Und er hat Lungen. Gut, er hat versucht. Oh, verdammt. Der hat versucht, unten die Lücke zu reißen. Und es hat irgendwie nicht ganz so geklappt. War dann klar, dass er mal nicht anspielbar ist. Was er sonst noch so immer war. Brom läuft sich da fest, aber Volz macht's auch nicht wirklich gut. Jetzt wird's hier ein bisschen eng. Und Vegetti kommt zum Kopfball. Aber es geht dann doch nochmal vorbei und es ist Halbzeit. Ja, bin eigentlich zufrieden mit dem Spielverlauf. Haben die Kontrolle. Sind eigentlich deutlich das bessere Team, aber müssten dann eher schon versuchen, jetzt auch das 2-0 nachzulegen, damit das hier gelaufen ist. Kretel gegen Heidenheim 1-1 und Vicente gegen Kaiserslautern 0-1 und Blackburn Rovers gegen Leipzig noch torlos. Okay, ist eigentlich für uns auch fast uninteressant, aber ich jetzt einfach mal Vollständigkeit halber vorgelesen. Und ja, sehen wir auch hier 54% Ballbesitz, einfach einen Ticken mehr als die haben und bei den Schüssen eigentlich genauso. Also schon ziemlich gleichwertiger Gegner, aber wir haben sie eigentlich unter Kontrolle für meinen Geschmack. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die immer zu den Abschlüssen gekommen sind. Die haben dann irgendwie mit den Haken dann einen hohen Ball dann versucht. Auch hier beim Kopfball zuletzt war es ja auch so, dass dann eine gute Flanke einfach kam. Nachdem auf der Außen wir einfach zu inkonsequent waren. Aber machen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Und versuchen hier das 2-0 relativ fix nachzulegen. Damit hier nichts mehr anbrennt. Bedia. Klaassen. Ah, der war Licht. Aufmerksam. Haben wir hier wieder Anan. Bandowski. Vitek. Mulic. Ah, probieren wir mal zu sprinten. Aber da kommt keine Lücke so richtig. Anan. Legen wir nochmal auf die Außen zu Mulic. Der war nämlich jetzt relativ frei, aber die Ballannahme war nicht gut. Und Licht hat den Ball erstmal. Erstmal der lange Ball. Valori geht da gut rein und Schindler kann ihn dann letztendlich abfangen. Vitek. Anan. Über die Außen erstmal zu Klaassen, aber war abseits. Schade. Das wäre vielleicht nochmal ein schöner Angriff geworden, aber das ist auch das. Das machen sie uns das Leben echt schwer, weil die Reihen relativ nah zur Mittellinie stehen und dann nach vorne rücken, beziehungsweise stehen bleiben, wenn wir angreifen. Und dann unsere Spieler einfach mega auf ins Leere laufen. War jetzt bei Mulic schon zweimal der Fall und bei Klaassen auch ein, zweimal. Ah, der Pass war schlecht. Vegetti. Da müssen wir aufpassen. Silva. Lachalde. Über Fernandes. Zu Garcia. Und da haben wir den Ball bei Anan. Und probieren es jetzt hier spielerisch zu lösen. Genau, das klappt auch. Wittek auf Adlung. Jetzt können wir uns schön hinten raus kombinieren. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Platz. Bedia. Mulic. Adlung. Auf jeden Fall erstmal verlagern. Bandowski, aber der war zu weit vorgelegt. Schade. Und jetzt kann La Plata hier kontern. Was mir nicht so gut gefällt. Garcia. Kommt er auf jeden Fall nach Halde dran. Es Vegetti. Silva. Das war vielleicht ein Pass zu viel nach Halde. Ah, da war die Ecke auf jeden Fall noch für La Plata. Das war aber wirklich ein Pass bei dem zu viel im Spiel. Der dann so ein bisschen den Angriff gekostet hat, anstatt einfach mal abzuschließen. Okay. Aber die Ecke war ganz schwach. Mulic ist da direkt am Ball. Probieren wir einfach mal den Steilpass auf Klaassen. Und wir haben den Ball auf außen und können hier erstmal durchsprinten. Probieren wir hier mal die Schusstäuschung. Klaassen. Und haben hier den zweiten Elfmeter im zweiten Spiel. Gut, das war jetzt irgendwie, das habe ich keine Anspielstation mehr so richtig gesehen. Und wollte irgendwie versuchen abzustießen und habe dann noch einen Haken versucht, um da eine bessere Schussposition zu kriegen, wollte gerade schießen. Und Silva geht da mega ungeschickt rein. Und wer sollte anderes schießen als Adli? Ganz ehrlich, das muss er machen. Das werde ich ihm jetzt auch nicht nehmen. Und den sage ich jetzt einfach mal, es ist der fünfte Treffer. Ja, ist es auch. Und der war noch relativ knapp an der Außen. Habe ich fast noch zu lang gedrückt, aber der fünfte. Oder was? Der vierte? Ja, stimmt, das erste Tor war von Klaassen, glaube ich.
Ja, dann ist der vierte für Adlung, aber ja, FIFA ist schon krass, seine Torquote in den ersten Freundschaftsspielen da. Hoffen wir mal, dass das in den Ligaspielen so bleibt. Weil der ist im Moment richtig stark. Wenn das so weitergeht, dann kann uns da mehr als weiterhelfen, um mitzuspielen. Aber Licht auf der Außen und die laufen sich da fest und vielleicht auch schon ein bisschen planlos. Ich habe gerade gesehen, 65 Minuten, da macht es eigentlich Sinn, auszuwechseln. Und wir holen da auf jeden Fall mal Kovac rein, der hat nämlich noch gar nicht gespielt. Holen Hain für Mulic rein. Mulic war eigentlich gar nicht schlecht. Hat seine 2,5 Meter auch so auf den ersten Eindruck schon gemerkt. Aber er war halt ja, teilweise im Abs wurde viel im Abseits stehen gelassen. Und ist dadurch auch viel in vielen Aktionen einfach ohne Wirkung gewesen. Weil sie ihn halt einfach da schon ein bisschen beherrscht haben. Wir haben ja auf jeden Fall eben noch Vollmann für Adlung gebracht, weil ich den da nicht irgendwie noch verletzen will oder sowas. Und dann kann man ja schon mal eine Pause gönnen. Kovac erobert direkt mal den Ball auf Vollmann und der hat da die Lücke gehabt, aber da konnten wir nicht durchsprinten. Die war einfach dafür zu kurz. Der Bandowski. Vollmann. Nein. Müssen wir nochmal, spielen wir nochmal runter. Haben hier Bedia. Aber der war dann wieder festgelaufen, schade. Das hätte eventuell was werden können. Rojas. Der erstmal über die linke Außenbahn da geht. Und da kriegen wir gar keinen Stich gegen. Gut, Anan, jetzt kommt er ran. Und da müsste Eicher rankommen, ja. Im Hintergrund ist ein Stürmer gefallen, der Flugkopfball. Hätte bestimmt lustig ausgesehen, aber können sie dann vergessen, dass der durchkommt. Bedia, die Aktion war jetzt schön gegen den Verteidiger behauptet. Vollmann wieder zu Anan rübergelegt. Legen wir den hier auf die Außen zu Bedia. Und dann Bandowski in den Lauf. Bandowski, jetzt haben wir Freiraum. Ein Haken, noch ein Haken. Bandowski, da ist alles frei. Und Hain wehrt ihn ab. Und wird hier umgerissen. Ich weiß es nicht, ob er da selber gestolpert ist, aber für mich war das umgerissen. Hätte eigentlich wieder ein Elfmeter sein müssen, aber okay. Schade, dass er den abgeblockt hätte. Der wäre nämlich bestimmt reingegangen. Ah, da merkt man schon, was über die Außen teilweise bei uns gehen kann. Und den klären wir einfach mal mit Kovac. Hein. Ja, und das ist schon wieder. Da können wir schon wieder aufbauen. Klaassen. Hein. Da ist aber jetzt auch mega viel Platz da, weil die einfach offensiv ohne Ende gehen. Vollmann. Ja, der Pass war scheiße. Der war leider zu spät. Das habe ich zu spät gesehen, weil ich dachte, da würden die besser auf der linken Außen zumachen. Hätte nicht gedacht, dass der da so einen guten Passweg bekommt. Also es hätte es richtig ein schöner Spielzug gewesen. Aber ja, schade. Sei es drum. Wir führen ja schon 2-0 und dann. Das wäre noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen gewesen. Aber die probieren es auch nochmal. Anan, der war ein bisschen unpräzise von beiden Aktionen jetzt. Bandowski war auch. Grausamer Pass. Brumm auf Rojas. Vielleicht noch der Anschlusstreffer. Ich hoffe es nicht. Oh, Kisa. Die probieren den Ball erstmal abzuschirmen. Aber wir haben ihn. Wittek. Wittek in der Mitte zu Hain. Der hat noch Power. Kann man vielleicht sogar noch was reißen. Hain, jawohl, das war gut. Hain, geht da was? Ja. Was war das bitte für ein Tor? Er hält ihn eigentlich und macht ihn dann selber rein. Ja. Dazu sage ich jetzt mal ganz gekonnt nichts. Ist auf jeden Fall bisher das Highlight in der Karriere. Was wir ja so hatten. Also, bleibt festzuhalten, aus den ersten zwei Testspielen 4 Adlung-Treffer, ein Klaassen-Treffer und ein Eigentor vom La Plata-Torhüter. Okay, Klaassen ist jetzt auch noch hier verletzt. Gut, wir können ihn nicht mehr wechseln. Aber ich sehe da zumindest mal im Pausemenü kein Kreuz. Was an sich eigentlich ein gutes Zeichen ist. Aber Raldes probierte auch nochmal irgendwie einen Haken, wollte vielleicht den hohen Ball probieren, kam er zu früh. Guanini, oder wie auch immer er heißt. Ja, Guanini. Licht. Ah, Bandowski, schade. Das hätte vielleicht sogar noch das 4-0 dann werden können. Wenn wir da einfach mal durchbrechen können. La Plata vollkommen von der Rolle und wir absolut auf Kurs. Bedia. Ah, der war nicht gut geköpft. Fernandes auf die Außen. Raldes. Ah, die probieren dann auch nicht mehr. Die probieren dann viel zu viele Haken, meines Erachtens. Hein. Geht da vielleicht was?
Aber es ist schwer. Er lässt sich da nicht so als er vernaschen. Aber Hein dann doch. Und das ist das 4-0. Hätte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet. Ich wollte eigentlich nur, dass jemand da noch nachrückt. Und wir machen in der 89. Minute auf die Art und Weise das 4-0. Weil der Verteidiger dann einfach irgendwann aussteigt. Hätte jetzt gedacht, dass wir uns eher festlaufen. Weil er am Anfang wirklich einen guten Eindruck machte. Und nur stabil stand, zurückgerückt ist und sich nicht früh aufgegeben hatte, wie ich es erst gehofft hatte. Aber okay. So steht es dann halt eben 4-0. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich echt zufrieden. Jetzt müsste eigentlich schon bald der Abpfiff sein. Das ist auf jeden Fall. Ach, Bandowski, der war ganz schwach, aber die wollen dann zu schnell den Abschluss. Und wir bauen nochmal ein bisschen auf. Anan, Hein, Bedia. Übrigens 5 Minuten Nachspielzeit wurden eben angezeigt. Bandowski. Bedia. Hein. Auf Vollmann, der war da super frei. Und das wird dann sogar noch das 5-0. Ist natürlich auch geil. Habe ich jetzt aber auch. Ich habe den einfach mal nach außen gelegt und habe da nicht mehr mit gerechnet, dass der noch so durchkommt. Ist auch wieder grausig verteidigt, aber wenn es 5-0 nimmt, man dann natürlich auch noch gerne mit. Ja, kann schon behaupten, dass es schon einigermaßen läuft. So zum Anfang, 90. Minute. Müsste sogar das zweite in der 90. gewesen sein. Und jetzt müsste eigentlich Schluss sein, wollte ich sagen. Ist auch. Gewinnt also 5-0 in La Plata. Was in der Höhe zumindest mal nicht unbedingt zu erwarten war. Ein 2-0, vielleicht auch 3-0 hätte ich jetzt gesagt. Ja, das unterschreibe ich. Das könnte gut zustande kommen. Aber 5-0 ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Vor allem, wenn man bedenkt, dass La Plata in der ersten Halbzeit vollkommen auf Augenhöhe war. Und dann irgendwie mega den Faden verloren hat. Weil diese 2 zu 1 Schüsse und Schüsse aufs Tor, die stehen hier immer noch. Und im Ballbesitz haben sie einfach nur 1% verloren. Aber sonst total von der Rolle. Habe ich nicht unbedingt mitgerechnet. Aber okay, gehen wir hier noch eben weiter. Kai Bülow macht sich schon Gedanken. Nur weil wir ihn mal zwei Spiele außen vor gelassen haben, die übrigens Testspiele waren. Und Berger hofft, dass wir rotieren. Okay, müssen wir mal gucken. Ah ja, und die setzen wir auf jeden Fall jetzt nochmal auf die Leihliste, sodass wir die dann nach Möglichkeit auf jeden Fall noch losbekommen. Auf jeden Fall für die ganze Saison. Bei Mulic den lassen wir mal. Will ich eigentlich einsetzen, nachdem Rodri dann irgendwie weg ist, stimmt. Rodri war ja das mit. Müssen wir mal gucken, ich weiß es noch nicht. Mulic auf jeden Fall erstmal drin lassen. Kovac auch, weil wir da eben zu wenige Spieler sonst haben. Hier Nitolitski auf jeden Fall auf die Leihliste. Und das lassen wir dann einfach so. Aber das passt. Und ja, machen dann Schluss für den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es bis hierhin gefallen hat. Und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und sagt dann einfach, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.